Vielen Dank, willkommen zurück. Das war Telesaster. Thank you.
Dankeschön. Sebastian Merck. Lukas Rabe. Mein Name ist Dirk Heffner. Wir sind Fauna und vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir spielen jetzt ein letztes Stück, was ein bisschen länger ist, keine Sorge. Und deswegen vielen Dank für die Einladung, Jörg. Es war ein sehr besonderer Ort und wir kommen sehr gerne wieder, wenn du magst. Ja, wir hatten eine super schöne Zeit bei dir und mit euch. Und vielen Dank nochmal an alle. Und jetzt kommt zu ein Stück, ja, inspiriert von einem oder durch einen afghanischen Jungen, den ich unterrichten durfte. Also Musik. Und der, wie sich später herausstellte, einen Hörschaden hatte und aber trotzdem voller Elan und Freude bei der Musik dabei war. Ja, und der Hörschaden, es ist jetzt ein bisschen traurig, aber der Hörschaden war leider durch Folter und Misshandlung in Afghanistan. Er ist ein Flüchtling und trotzdem die Courage und die Freude, Lebensfreude beizubehalten. Mal sehen, ich hoffe, er kommt gut durchs Erwachsenenalter, aber das war auf jeden Fall eine prägende, prägende Zeit mit ihm. Und dieses Stück widme ich ihm, deswegen Zuhudin heißt er, kurz Zuhu. Viel Spaß. Thank you.
liebe Freundin, Freundinnen und Freunde der Musik. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil hier eine ganz besondere Ausstellung ist, die bald enden wird. Eine Initiative der Stadt Sassnitz über die Fischer, wie es ihnen vor vielen Jahren erging und wie es ihnen heute geht. Und haben sich beteiligt die 7 Inseln in der Ostsee und haben viele Ausstellungsstücke geschickt. Installationen, Videos und Fotografien, die man schön anschauen kann. Und weil wir einfach diese Ausstellung unterstützen wollen, in diesem alten Fabrikgebäude, eigentlich Fabrikgebäude, haben wir uns gesagt, wir machen hier ein Konzert. Und zwar aus der Reihe Konzert im Grundwickhaus, die schon seit 12 Jahren stattfindet. Das ist heute das 155. Konzert und das lassen wir heute mal hier stattfinden. Und es ist uns ein ganz besonderes Anliegen, weil diese Immobilie hier im Hafen so herausragend ist. Sie ist also kürzlich leer geworden mit einer Produktion, die sich verlegt hat nach Polen. Und das sind ja so viele leere Räume und wir haben so gestaunt, was gibt es denn hier alles? Hier gibt es Räume für Ausstellungen, für Theater, für Konzerte. Und wir sollten einfach helfen, diesen Ort zu entwickeln. Und das wäre für den Hafen eine tolle Chance. Der Hafen, der eigentlich so schon viele schöne Sachen geschaffen hat, aber trotzdem auch in der Entwicklung stagniert hat und nicht so richtig wusste, in welche Richtung entwickle ich mich nun. Und wenn jetzt so ein kultureller Knaller käme, diesen Industriebau, das wäre nur vorteilhaft für die Stadt Sassnitz und auch für diesen Hafen. So, das war jetzt eine kleine Laudatio für diesen wunderschönen Standort, den wir gerne mitentwickeln wollen. Wir machen dieses Konzert während der Corona-Zeit. Wir haben alle eine Vereinbarung getroffen. Es gibt eine große Einheitlichkeit dabei. Wir sitzen erstmal alle auf Abstand, auf richtigem. Und wenn wir uns bewegen, dann haben wir die Maske auf. Wenn wir sitzen, haben wir sie ab. Und wenn wir uns wieder bewegen wollen und aufstehen, dann ist sie wieder auf. Und jedenfalls ist es eine tolle Einheitlichkeit und Rücksichtnahme, eine gegenseitige Rücksichtnahme. Egal, wie der Einzelne nun darüber denkt, aber es wird einfach akzeptiert, dass wir gut miteinander umgehen in dieser Situation. Dann haben wir eine Band hier, die eigentlich zum Vollmondfest gespielt hätte am 3. August. Und das ist leider auch ausgefallen wegen Corona. Es ist eine Großveranstaltung. Und diese Band konnten wir gewinnen, dass wir dieses kleine Format nun eines Vollmondfestes machen. Heute am 2. September. Vollmond steigt gleich in einer Minute aus dem Wasser. Aber wahrscheinlich leider hinter den Wolken, kleiner Wermutstropfen. Aber es ist trotzdem ein wunderbarer Abend. Das Publikum ist draußen auf der Pier und wartet nun. Vielleicht sehen Sie ein kleines Stückchen von diesem Vollmond. Wir wissen es nicht. Aber jedenfalls wollen wir mit diesem kleinen Format Vollmondfest daran erinnern und daran festhalten, dass wir diese schöne Tradition weitermachen wollen, wenn es denn auch möglich ist. Es wird ja mal zu Ende sein, Corona, irgendwann, vielleicht. Ja. Und die Band, die eben da ist, heißt Dirk Häfners Fauna. Und die hat eine vollkommen neue CD und auch selbst ist sie eine neue Formation für diese CD. Und sind alles ganz herausragende Musiker, die hier eingetroffen sind.